Temple of Tides, der Tempel der Gezeiten. Und wir sind diesmal in einer anderen Fan-Mission, diesmal eine, naja, nicht Menschen, auch keine City-Mission. Nein, diesmal geht's wieder in die alten Ruinen auf einer Insel innerhalb eines Tempels. Und dort sollen wir, laut der Beschreibung, die Träne der Gezeiten bergen. Und gucken uns das mal genau an. The Tear of Tides is rumored to be somewhere in the ancient temple. Find it and make it yours. The tears won't do you any good underground. Take your prize and get out alive. Und es bleibt bei allen Schwierigkeitsgraden gleich. Ich glaube, das klingt alles noch zu einfach. Ich denke mal, der Tempel wird riesig sein. Und voller Fallen. Und wir können shoppen. Ja, natürlich, wir werden auf jeden Fall die Flares kaufen. Weil das ist das Wichtigste, was man im Spiel hat. Warum kann man den Kompass kaufen? Ich glaube, ich brauche ihn nicht. Irgendwie sagt mir, dass der wichtig sein könnte, weil man vielleicht irgendwie Norden, Süden, Osten oder so berechnen muss. Aber eigentlich nicht, weil wenn es ein Labyrinth gibt, ich habe ein ziemlich gutes Orientierungssystem. Irgendwann merke ich mir die Orte, wo ich schon mal war. Kameraaugen ist auch Quatsch. Sowas könnte man irgendwann mal gebrauchen, wenn man irgendwo runter möchte. Und weil es eine Water Contest Mission ist, bräuchten wir vielleicht den Lufttrank. Deswegen werde ich mir einen Lufttrank holen. Auf Gewalt werde ich gar nicht setzen, das heißt, die Breitkopfpfeile lassen wir. Federfalltränke, wenn wir irgendwo runterstoßen müssen. Healing Potion haben wir eins zur Not, falls wir doch nicht ohne Schaden wegkommen. Wasserpfeiler mit zwei. Mehr gibt es auch gar nicht. Ich glaube, dann setzen wir lieber auf Atmung. Und wenn es Gegner gibt, vielleicht auf Ablenkung. Ansonsten, der Rest ist völlig Wurst. Flares, ich glaube nicht, dass ich sie benötige. Ist ja auch hell genug. Wow, und ich liebe solche Dinger. Ich mag antike Tempel. Aber sowas ist immer voller Fallen. Guck mal, das sieht schon sehr ägyptisch aus hier. Oder? Und es ist Tag. Eine Daylight Mission. Und überall Wasser. Hä? Nein. Es ist einer dieser Tage. Okay, die haben einen anderen Rhythmus als herkömmliche Fallen. Oh Gott. Okay. Interessant. Wow! Ich hätte mich ducken müssen zum Schluss, okay. Ich weiß ja langsam, wie ich es mache. Ich weiß schon, wie ich das... Ich hoffe, es gibt einen anderen Fluchtweg. Wow, zu früh. Fuck. Oh, Mann. Interessant. Okay. Das war die erste Falle. Und das war schon die erste Falle, ja. Also, wenn das jetzt die leichteste war... Ah, sieht aus wie eine Nadelfalle. Eine Fallenmission. Das sieht aus wie ein Bindfädchen. Wenn ich die auslöse, was passiert dann? Hä? Oder ist das ein Grafikfehler? Seht ihr das? Seht ihr diesen kleinen Bindfaden hier? Soll das irgendwie eine Route darstellen? Oder ist das noch vom Licht? Ich glaube, das könnte vom Licht gekommen sein. Oh, da liegt jemand tot rum. Ich glaube, das war unser Vorgänger, der es auch versucht hat, die Träne zu bekommen. Da das hier nach Falle stinkt, werde ich einfach mal das Professionellste machen, was man tun kann in solchen Fällen. Okay, nichts ist passiert. Kann ich das klauen? Na, schade. Der ist auf jeden Fall abgestürzt. Oder eine Säule ist hier irgendwo runtergekracht. Der hat so eine komische Sonne.
Wo geht's denn erstmal hier hin? Wir gucken uns erstmal den normalen Treppengang an. Ich höre irgendwo Feuer. Ich hoffe, es ist kein Feuer-Elementar. So, mein Gutster, was hast du denn hier? Heavily Polish Metal Symbol. Warum kriegen wir eine Torch? Was haben wir eigentlich überhaupt? Ein Schwert? Eine Torch? Freikopfpfeile? Gut, wir haben unser Inventar vorher gesehen. Eigentlich gibt es da nicht mehr. Und wir haben ein Archäologen-Journal. Quasi seine Entdeckung, die er hier gemacht hat. Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8. Nein. Vielleicht ein andermal. Ich werde einfach blind hier durchgehen. Und ich weiß, dass es nützliche Infos da drin gibt. Aber mich da durchzukämpfen. Das hier sieht sehr nach einem Hüpfepart aus. Seht ihr das? Aber warum? Warum sollte ich da lang hüpfen wollen? Ach, um da hinzukommen. Na gut. Es gibt ja daher keinen anderen Weg momentan. Deswegen müssen wir wohl den Hüpfepart gehen. Aber da bin ich mir sehr selbstsicher, dass das funktioniert. Weil ich bin ein Hüpfemeister. Hopp. Da kann auch gar nichts schief gehen. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich bin einfach ein Hüpfenmeister-Experte. Das sieht aus wie ein Feuerelementar. Und ich glaube, ich sollte mein Wasserpfeil zücken. Wobei ich mich gerne interessiert hätte, was hätte der machen können? Der Feuerelementar. Hier ist eine Nische, wo ich mich verstecken könnte, aber bei dem Feuerelementar ist das Quatsch, denn der sieht einen auch, wenn man im Dunkeln hängt. Der macht nämlich das Dunkle zu hell. Hier haben wir so einen kleinen Parcours. Was haben wir hier drüben? Das da hinten ist ein Plateau. Und da geht's hoch. Diese antiken Ruinen. Welche Gefahren hier wohl noch lauern? Muss ich hier irgendwas reinlegen? Was das wohl bedeutet? Komisches Gesicht mit grimmiges Gesicht. Das ist nur auf dieser Seite zu sehen. Das sagt mir, dass das irgendwie... Irgendwas muss ich hierher bringen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier drüben hin. Also den gefährlichsten Weg. Jetzt habe ich gespeichert. Das heißt, jetzt gibt es keinen Rückweg mehr wegen unserem Feuerelementar. Ah, Symbole. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Sind das Menschen, die kämpfen? Auf jeden Fall brauche ich eine Art Brücke hier. Und da hinten ist wieder so ein Sonnensymbol, wenn ich mich nicht irre, oder? Es ist statt ägyptisch, ist das sehr Maya-mäßig angehaucht. Aber haben Maya Hieroglyphen benutzt? Also ich weiß, dass die auch was eingraviert haben, aber so, die hatten auch eine eigene Schrift. Es waren auf jeden Fall keine Hieroglyphen. Oder wie es man jetzt heute nennt, Keilschrift. Das ist eine Plattform. Nicht nur Licht. Das könnt ihr mir nicht sagen. Oh, das Buch ist nicht schwer genug. Warte mal. Ich finde das immer noch geil, dass man das intensiv machen kann. Dann ist diese Plattform ja in Ordnung. Hier haben wir wieder zwei Lichtscheine. Warum ist das so... intensiviert. Oh, ein Puzzle. Irgendwo stand, ich weiß, dass in der Beschreibung noch irgendwas dran stand, dass man da irgendwie die Benutzen-Taste... Der leuchtet auf. Dass man die gedrückt halten muss, glaube ich.
geht aber nicht. Normalerweise müsste ich es ja verschieben können, ne? Irgendwie klappt es nicht. Oder ich brauche noch ein Teil, aber... Ich kann es nicht verschieben. Das ist schlecht. So soll dein Rätsel nicht funktionieren, weil dann muss ich in die Beschreibung gleich nochmal reingehen und nochmal lesen. Wie man das hier lösen kann. Ich gucke mal weiter, ob es hier noch mehrere Möglichkeiten gibt. Weil, das würde mich auf jeden Fall aufhalten. Warte mal, das hier sieht sehr verdächtig aus da an der Wand. Was ist das? Nichts. Warum hat man hier so mehrere Plattformen? Ja, das ist doch... Ah. Noch ein Symbol. Muss man die vielleicht auf diese Dinger legen hier? Weil es gibt ja mehrere davon. Hier geht's noch höher. Speichern. Oh, das sieht hier sehr, sehr verdächtig aus. Seht ihr das? Ich kann den nicht benutzen. Ach, Sonnenreflexion. Irgendwie kann ich unendlich viele davon stapeln. Da muss es hin. Ich kann es auch nicht wieder drehen. Irgendwas stimmt hier mit dieser Map nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn, dann fehlt mir... Da ist nochmal das Licht. Weil hier ist doch das ist ein Kristall. Hier scheint das erste Licht drauf. Das müsste jetzt hier rüber reflektieren. Tut es aber nicht. Und das müsste dann hier eigentlich irgendwie in diese Richtung da reflektieren. Beziehungsweise hier in diese. Und dass ich mehrere von den Dingern habe. Hm. Ich bin da sehr skeptisch, dass das hier überhaupt richtig funktioniert. Vielleicht muss ich nochmal in die Beschreibung gehen und mal gucken, was da steht. Weil jetzt verstehe ich schon, wie das Rätsel funktioniert. Ich muss das Ding am Leuchten bekommen. Guck mal, da hängt noch so ein Sonnenteil. Und ich habe einfach mal noch 3 Stück immer in meinem Inventar. Die können unendlich verwendet werden. Das sollte nicht sein. Ich spamme schon meine ganzen Maustasten. Funktionieren tut's nicht. Weil da hieß irgendwas mit Hold gepresst, also ich muss irgendwie eine Funktion gedrückt halten, damit sie sich bewegen lassen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist diese Mission fail. Und ich habe die neueste Version davon, also ich kann es mir nicht vorstellen, warum. Und hier muss noch irgendwas rein. Vielleicht mit der Torch. Mit der Torch muss ich vielleicht hier was anzünden. Ah, oh, vielleicht hätte ich den Feuerelementar nicht ausmachen dürfen. Na gut, mehr gab's auch nicht hier. Also ich hänge jetzt am Rätsel fest. Gut, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Und nach dem Cut gucken wir, was ich machen muss, um die Dinger zu bewegen. Warte mal, wo ist das Rätsel hier? Genau. Das will ich ja bewegen. Jetzt muss ich nur gucken, welche Taste man dafür drücken muss, dass es funktioniert. Ansonsten muss ich nochmal eine neue Version runterladen, wo es funktioniert. Dann bis gleich.
Und da sind wir wieder bei The Temple of the Tides im Startmenü. Und zwar, es geht darum, ich habe herausgefunden, wie man das Problem löst. Habe damit fast den ganzen Tag verbracht. Mit Hilfe vom TTLG-Forum habe ich dann nun herausgefunden, woran es lag. Beziehungsweise habe da endlich mal ein Anzeichen gehabt. Ich habe ja wirklich alles versucht. Ich habe Thief auf verschiedenen Weisen, also verschiedene Versionen es angespielt hier diese Mission. Wir haben einen Dark Loader, den New Dark Loader, den Garrett Loader, den man nicht benutzen sollte, habe ich verwendet. Alles nichts gebracht. Fehler war eine Datei, eine Skriptdatei. Und zwar die Maya OSM. So, und die muss man dann halt ersetzen, sonst funktioniert es nicht. Und deswegen spielen wir das jetzt mal von vorne und da werdet ihr merken, es wird anders sein. Eigentlich habe ich das jetzt schon mal gemacht, also auch mit der neuen Skriptdatei, aber anscheinend hat sich wieder bei mir ein Bug gebildet, dadurch musste ich wieder leider von vorne anfangen, beziehungsweise muss ich dann gucken, ob das wirklich richtig so ist, aber ich werde zur gegebenen Zeit erzählen, was nun los ist und was die Phase ist. Erstmal, wie diese Mission hier funktioniert. Ja, und ja, ich klinge ein bisschen niedergeschlagen. Das kann man aber verstehen, wenn man das sieht, was ich hier durchmache. So, und jetzt kommen wir hier an und guckt mal da. Noch eine Türe? Das ist ja seltsam. Mit genau derselben Pflanze. Seltsamer Zufall, nicht? Aber wir können doch in keine Sackgasse gelaufen sein. Oder sind wir vielleicht wieder am Anfang? Ich lasse jetzt hier diese Flasche so liegen. Und wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Laufen wieder denselben Gang entlang. Und tada! Da haben wir die Flasche. Ja, und zwar diese Leuchtkegel sind in der Version, die wir haben, vorher nicht hatten, haben die nicht funktioniert. Hier funktionieren sie. Wenn man in diesen Leuchtkegel reinrennt, teleportiert man quasi sich. Und das ist so gut gemacht, dass es so aussah, als wäre ich ganz normal in Gang gelaufen. So, und jetzt sind wir hier, an der Stelle, wo wir uns actionreich durchgekämpft haben, müssen wir aber auch nicht. Und zwar gibt es hier einen Geheimschalter. Und damit löst sich eine Falle auf. Und man muss nur noch durch eine gehen. Hurra. Wie gesagt, ich habe diesen Trick rausgefunden, weil ich es jetzt schon so oft gespielt habe, diese Mission. Weil ja, wie gesagt, beim zweiten Mal aufnehmen, hat man meine Tonspur wieder nicht genommen, weil ich wieder irgendwie den Kopfhörer falsch gesetzt habe. Wenn das jetzt anfängt zu ruckeln, raste ich aus. Danke. So. Und hat die Tonspur wieder nicht genommen und dadurch hatte ich dann, glaube ich, 20 Minuten Aufnahme ohne nachgesprochenen und das war richtig scheiße. Ich wollte das jetzt nicht alles nachsprechen, das wäre mir zu doof gewesen. So. Jetzt sind wir wieder hier. Das kennen wir ja, das ist gut. Und warum ruckelt das jetzt? Ich könnte kotzen. So. Wir haben aber noch was anderes und zwar, wo ist es? Hier, da. Wir haben ein Stück Karte und hier wird genau beschrieben, was ist. Diese Symbole, die wir vorher gesehen haben. Wie zum Beispiel hier, Fire, Flames, Heat. Diese Feuerelementare werden damit angetriggert. So. Jetzt, das kennt ihr ja schon. Ich kenne es sehr gut. Ich habe das, glaube ich, jetzt auch schon über 1000 Mal gemacht. Dieses Herumhüpfen. Und nein, ich habe die Mission noch nicht durchgespielt. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich glaube, sie ist auch gar nicht für mich schaffbar. So. Aber schauen wir mal. Und jetzt haben wir auch den Unterschied. Jetzt kommen hier nämlich auch die Stacheln raus, was vorher nicht war. Was ist denn... Was ist mit der Mission los? Ich warte eigentlich jetzt nur noch auf den Feuerelementar. Der jetzt hier gleich um die Ecke kommt. So. Oh, oh. Na komm. Also wenn man die von hinten erwischt, kann man sie backsteppen. Na komm. Hör auf. Sind die unsterblich? Irgendwie ist das komisch. Normalerweise sollte das nicht passieren.
So. Und hier werden dir diese ganzen Symbole nochmal angezeigt, die wir gleich identifizieren können. Aber erstmal kümmern wir uns um den Feuerelementar. Also ihr habt schon gesehen, ich konnte die Fackel anzünden. Das ging vorher auch nicht. Jetzt geht das mittlerweile. Lag auch am fehlenden Skript. Meine Fackel ging nicht an. So, jetzt ist sie an. So, und die bleibt auch an, wenn wir sie einstecken. Das ist auch praktisch. So, und gebackstep. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Falle hier. Und zwar ist mir aufgefallen, dass hier diese Männchens einmal verblasst sind und hier sind sie ziemlich farbig. Und da habe ich mich gefragt, warum das so ist. Dachte erst, das wäre vielleicht einfach so, dass es hübscher aussieht. Aber nein, guck mal hier. Hier sieht man eine Art Linie. Und das kennen wir doch von einer anderen Fan-Mission. Mit unsichtbaren Brücken. Ja, und jetzt können wir hier den Weg entlang laufen, um zum Ziel kommen. Aber ich habe es mir einfach gemacht. Ich jumpe einfach. So. Und so kommt man auch so an die erste, also quasi die zweite Sonne. Und hier kommt man wieder zurück. Warte mal, hier was. Das können wir ja von einem anderen Fan mischen. Hier Glazing Gloom oder wie das nochmal hieß. Und ja. Dadurch bin ich ja schon ein bisschen eingeübt. Hier können wir auch wieder zurückjumpen. Hopp. So, und damit haben wir den Abschnitt erledigt. Da kommt der Feuerelementar. Du kannst mich mal. So. Und hier können wir die Fackel verwenden. Hier haben wir wieder eine Insigne. Ich sag jetzt Insigne dazu. Erinnert mich an Mario Sunshine. Und ja, ich kenne das hier, wie gesagt, alles schon mal gemacht. Und sehr, sehr ärgerlich, dass ich... Beim ersten Mal war ich da so baff, als ich das erste Mal gemacht habe. Hier haben wir wieder eine Spiegelung. Also ihr dürft euch nicht trollen lassen. Ihr müsst euch umdrehen. Oh Gott. Und dann kommt ihr nämlich zu der Insigne. Sonst lauft ihr wieder komplett zurück. Und das ist sehr ärgerlich. So, versuchen wir es nochmal. Man darf nicht zu früh und man darf nicht zu spät. So, und hier genauso. Wenn ihr jetzt zurücklauft, gibt es wieder eine Spiegelung. Das ist übrigens... So, es gab es schon mal in der Spielewelt. Und zwar in Axe Vitalis gab es so eine Spiegeltrick-Scheiße schon mal. Und in Ultima, glaube ich. Aber schön, dass es sowas hier, solche Altdinger wieder ins Spiel finden. So, und jetzt kommen wir zu einem Rätsel, was ich nicht lösen konnte. Und da habe ich extra, dafür habe ich ja dann in den Game das Spiel pausiert. Und wollte dann nach einer Lösung suchen und ich bin dann darauf gekommen, dass es anscheinend, also ich weiß jetzt, wie es die Lösung geht, aber die scheint bei mir nicht zu funktionieren. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Muss ich vielleicht wieder ein anderes Skript irgendwie umschreiben? Keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja jemand, der das hier gerade sieht. Es ist ziemlich laut, ich weiß. Also geplant ist, wenn diese Feuersäulen hochkommen, muss ich den Stein da drauf schieben. Und dadurch kommt das Feuer nicht mehr hoch. Leicht wie in Zelda. So, aber ihr merkt schon, sobald ich hier schon drüber gehe, passiert nichts. Ich habe das sogar beim Fan Phoenix angeguckt, um sicher zu gehen, dass ich das noch nicht falsch mache. Und der hat sich zwar doof angestellt... Aber der hat's hinbekommen. So, jetzt haben wir hier wieder zwei Räumchen. Wieder so ein, wo ich mir denke, oh, hier könnte ja was passieren. Wenn wir nämlich jetzt das Ding hier schnappen, dann ist hier zu. Und das sind keine Teleporter hier. Also man kann hier nicht sich wieder in andere Räume bringen. Nein, nein, das bringt uns... Immer noch in denselben. Es ist einfach nur eine Wand, die entstanden ist, um uns zu trollen. So, hier drüben haben wir das Schieberätsel, was wir jetzt auch verwenden können. Vorher ging das ja nicht.
Und ich habe es schon mal gelöst. Mal sehen, ob ich es jetzt genauso schnell hinkriege wie beim letzten Mal. Weil ich bin in diesen Puzzlen richtig gut. Das letzte Mal, dass ich so ein Puzzle gespielt habe, war bei Wind Waker. Und da hat das ganz gut geklappt. So, die andere Ecke ist da. Halt, dich muss ich so runterbringen. Oh, das war falsch. Stopp. Es soll so eine Art Kreis darstellen. So. Achso, da ist der Kreis. So. Achso, das Ding nach unten brauche ich noch. Ja, jetzt klappt es natürlich wieder nicht so auf Anhieb, wie es beim letzten Mal hatte. Aber ja, wie gesagt, ich krieg das ganz gut hin. So, jetzt habe ich die Ecke schon mal. Das muss da links rüber, das muss in die Mitte. Fuck. Du, warte mal, dich muss ich hochbringen. Ich krieg's gerade echt nicht hin. Das ist. Oh, ich bin so unkonzentriert, weil ich so genervt bin, weil das Level nicht richtig funktioniert. Es ist so scheiße. Und ich sehe jetzt auch nicht ein, dass ich das nochmal schneiden muss. Nochmal. Nur weil ich das jetzt gerade nicht auf Anhieb hinbekomme. Warte mal. Hab ich doch den Kreis. Was will ich denn, hä? So, jetzt muss ich nur noch das Ding nach oben bringen. So. Ah, halt, stopp. Ah, die Ecke hab ich. Die Ecke habe ich noch hier. So. So. Ne, halt, stopp. So. So. Ah. Nerv. Da gibt es Leute, die haben dann Schwierigkeiten damit, aber ich nicht. Ich nicht. So. Achso, hier ganz oben war das andere Rätsel. So. Hier dachte ich immer, das wäre eine Sackgasse, völlig ohne Sinn. Aber es gibt natürlich keine Räume ohne Sinn, deswegen. Wupp. Hier kommen wir nämlich zu dem einen Raum, den wir mal gesehen haben, wo wir auch ein Teilchen reinsetzen müssen. So, das kann man sogar mit rechts. Also hier muss man rechts gedrückt halten, um die Dinger zu drehen. Das wird auf jeden Fall sehr wichtig sein, später hier den noch reinzukriegen. Also wir können soweit spielen, aber ihr seht, wo das Problem liegt. Ich kann hier leider nicht alles machen, wie ich will. Ach so, da hinten. Warte mal, da hinten war ich noch nicht. Hier ist auch wieder ein Teil. Ja, und ich glaube, das letzte Teil wird mir fehlen, dadurch, dass ich da hinten nicht. Also man könnte jetzt hier auch noch lang klatschen. Warte mal, hier ist ein Schalter. Oh, das kannte ich auch noch nicht. Dass man nicht alles entdeckt beim weiteren Spielen. Und noch eins. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, wie viel ich noch brauchte. Ich glaube, 6 Stück brauchte ich am Ende insgesamt. Hatte aber noch 2 übrig. Und habe es dann aber abgebrochen, weil ich dann so nicht weiterkam. Okay, wir können das Lichtspielchen schon mal anfangen. Hui. Fuck. Wo habe ich gespeichert? Bitte nicht zu weit weg. Hab ich den Schalter noch gar nicht aktiviert? So. Habe ich den eigentlich da hinten schon genommen? Wahrscheinlich nicht.
Es war zu hoch. Die Sache war einfach zu hoch für mich. Speichern. Eigentlich eine ziemlich schöne Mission. Wirklich eine sehr schöne Fan-Mission, aber... Achso. Aber leider irgendwie... Weiß es ziemlich problemlos. Und das ist auch von einem Autor, der eigentlich ziemlich bekannt ist. Also... Achso, das war das. Oder kommt doch ein Feuerelementar, oder? Ich gehe mal hoch. Oh, da ist der Feuerelementar. So, hier haben wir nämlich noch einen, der liegt. So, und jetzt können wir die ganzen Dinger mal bestücken. Zack. Zack. Das Rätsel selbst ist nicht so schwer. Es arbeitet nur, man braucht nur halt wirklich viel Fingerspitzengefühl. So. Den, den und den. So, und mir fehlen noch zwei. Zwei fehlen mir noch. Wobei ich glaube ich einen noch, genau, einer liegt noch hier. Und der letzte fucking Insigne ist bestimmt bei diesen Rätsel mit diesen, ja stimmt, die ist ja da hinten, bei der Feuerbrunst. Vielleicht finde ich ja noch eine Möglichkeit, das auszutricksen, das System, fuck off System, ne. So, warte mal, das war das. So, jetzt muss ich das Ding erstmal drehen. Man kann es beim erneuten Klicken, kann man es dann noch in die andere Richtung drehen. Das heißt, ihr seid nicht angewiesen, es nur in eine Richtung zu drehen. So, der muss noch ein bisschen rüber. Kommt der jetzt hier hochgeschissen? Ich hoffe nicht. So, jetzt muss ich den so drehen, dass der den nächsten reflektiert. Das erinnert mich auch wieder ein bisschen an Zelda. Na. So. Der reflektiert jetzt da hinten hin, damit der durch die Luke reflektiert, wo wir vorhin drin waren. Und der muss dann quasi dahin reflektieren. So. So. Es ist wirklich nur eine einzige, die mir fehlt. Den anderen, den können wir noch holen. Und die Feuerelementare spawnen immer wieder neu. Also da müsst ihr... dass ihr euch nicht wundert. Ah, fuck. Da habe ich noch nicht richtig getroffen. So, natürlich scheint er noch... Scheint er durch? Nee. Ein Stück noch. Ein Stück muss ich noch drehen. So, jetzt habe ich schon mal das Rätsel hier soweit. Feuerelementar kommt. Man kann ihn ja leicht umbringen. Mit Backsteps. Backstep! Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, wer weiß. Oh Gott. Oh Mann, dieses Level. Es war bestimmt früher mal ein Weg hier. Dann frage ich mich aber, wo die Treppe war für diese Säulen. Die Maya und ihre Erfindungen. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Das hätte ich mich vorhin eigentlich schon auf dem Weg mitnehmen können, habe aber beim Quatschen das völlig vergessen. Aber ich habe sowieso... Das letzte Mal hat mich nämlich hier ein Feuerelementar angegriffen. Ich habe das Ding geschnappt. Ah! Verstehe. Tut er wirklich.
Das spawnt wirklich dann hier. Ich dachte, der wäre irgendwie aus seiner Kammer entflohen. Nein, 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 der spawnt. Der spawnt wirklich hier. Achso, und noch was. Man hat mehr als zwei Wasserpfeile. Und zwar könnt ihr hier noch welche krabbeln. Drei? Ach, da hinten. Da. Könnt ihr noch ein paar Wasserpfeile mitnehmen? Warte mal, ich mach die erstmal aus, Junge. So, vier. Kommt da noch einer nach? Nee, wa? So, wichtig ist nämlich diese Tür hier zu öffnen, um weiterzukommen. Hinter dieser Tür weiß ich nicht, was mich da erwartet. Das ist dann für mich Blinde. Die würde ich gerne sehen, aber... Naja, habt ja gesehen, woran es liegt. So, jetzt will ich wenigstens das Rätsel soweit lösen. Und danach gucken wir nochmal, ob wir vielleicht noch was anderes machen können. So, ich habe wieder ein Feuerelementar. Speichern. Kommt der oder geht der? Ich glaube, der ist gerade gar nicht existent. So, jetzt muss ich überlegen. So, wir müssen die Treppen benutzen. Und dann nochmal mit der Leiter nach oben gehen. So muss das sein. Was mache ich denn? Ich bin völlig rapid. Ich bin total aus dem Häuschen. Halt, Treppen. Nicht, dass das hier auch schon eigene Räume öffnet. Nee. Das wäre es, wenn es jetzt noch eine andere Möglichkeit gäbe. Weil das finde ich ein bisschen seltsam, dass es diese Sachen hier gibt. Nochmal solche Scheinwerfer. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Zufall, weil geändert hat es nichts. So. Jetzt speichern. Halt, das war die falsche Taste. So hoch ist das gar nicht, Garrett. Trotzdem tust du dir weh. So ein Weichkäse. Achso. Ich höre immer Feuer dabei. Es ist die Feuerfalle. So, jetzt wieder hier hoch. Ich glaube, der kann das nicht anzeigen, dass hier so viel Lichtstrahle gerade durch die Gegend gleiten. Oder? So, der reflektiert jetzt den. Und der reflektiert jetzt... jetzt. Den da hinten. Den ich ja jetzt habe. Aber einer fehlt mir noch. Einer fehlt mir noch. Natürlich muss ich ihn so aufstellen, dass der in diese Richtung guckt. Achso, ich muss noch ein bisschen, einen ganz kleinen Tick muss er noch in die Richtung. So. Ist eigentlich von der Physik her richtig cool gemacht. Also, ich muss sagen, echt gut. Echt geile Map. Gefällt mir. Boah, hatte halt ziemlich viele Umstände. Ähnlich wie bei The Revenge of Lieutenant Hagen. So, und jetzt muss die nur noch da reinscheinen und dann haben wir's. Ah, ich gehe nochmal zu der Feuerfalle. Revenge of Lieutenant Hagen war auch so eine Mission, wo ich Ewigkeiten gebraucht habe, sie zu lösen. Und es mir sehr Spaß gemacht hat, das darum zu rätseln, wie ich es hinkriege, ohne hier Ukro, das sind Bugs auszulösen. Jetzt bin ich wieder hier.
Ohne welche Bugs auszulösen, natürlich. Um es trotzdem noch zu schaffen. So, jetzt sind wir wieder hier. Und da ist die letzte Insigne. Ich komme da nicht ran. Hey, ich kann mich hier reinlehnen. Könnte es sein? Vielleicht kann ich ja das... Vielleicht kann ich es ja mit ein bisschen Cheating schaffen. Wir bringen das Ding nochmal nach draußen. Oder ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Muss es in einer richtigen Richtung geschoben werden? Schieb's mal in die Mitte. So. Also auf jeden Fall geht das Feuer nicht aus, das sieht man jetzt schon. Und sofort tot. Mich gerne draufsetzen. Warte mal. Oh Gott. Alter Schwinne. Schwede. Alter Schwinne. Ich hab's geschafft. Ich hab's mit Tricksen hingekriegt. Aber ihr seht, ich hab's jetzt so gemacht, wie es geplant war. Oh Gott, das Feuerelementar. Die hole ich mir. Los, löst dich doch endlich auf. So, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Und können die letzte Insigne eingeben. Und ich kann das Spiel doch weiterspielen. Ah, geil. Ich freue mich gerade so sehr. Ich habe nicht aufgegeben. Ich bin ein Kämpfer. Auch wenn ich diese Mission jetzt 5000 Mal und dieses Maya-Gedudel 5000 Mal schon höre. Aber egal, ich hab's. So. Ich will nämlich wissen, was hinter dieser Türe ist. Bestimmt die nächsten abgefuckten Rätsel. So. Ich höre schon wieder Feuerelementar. Das ist mir aber egal. Die Dauerspawner. So, welche Gefahren könnten uns jetzt auf uns lauern? Ach, hallo. Wow! Du mieser Schwanz. Hat er mich runtergeboxt? Machen die das mit Absicht? Ich hoffe, ich brauche danach keine Wasserpfeile mehr. Weil es ist mein... Ich habe nur noch zwei. So viel, wie ich gestartet habe. So, ich mache jetzt mal ein extra Save. So. Und ab jetzt hier Quick Saves. So, und falls ich die Wasserpfeile benötige, dringendst, was ja ein bisschen fies wäre, weil die Feuerelementare kommen ja anscheinend immer wieder, dann kann ich immer noch laden und sagen, hier, ich habe ja noch zwei. Es sei denn, hier oben gibt es auch dauerhaft Wasserpfeile, das wäre nicht schlecht. Oh, anscheinend. Anscheinend gibt es hier wirklich dauerhaft Wasserpfeile. Okay, Leute, ich bin auch so aufgeregt. Nächster Raum. Mit sehr viel Wasser. Plitsche Platsch. Oh Mann, sehr schade, dass eigentlich meine Aufnahme so nicht funktioniert hat. Das waren so schöne Momente gerade, wo ich das erstmal das Puzzle gelöst habe und so. Und ah, und was? Ich bin nicht verrückt. Ist das Wasser Elementare? Was bist du? Oh! Hey, das tut... Das ist Wasser. Wie kann mir Wasser wehtun? Au! What? Kann ich die auch backstabben?
Okay, also Feuerelementare, no, ist jetzt vorbei. Wie macht man Wasser kaputt? Gegen Wasser hilft eigentlich... Naja, wenn es Eis ist, kann man es mit Feuer vernichten. Also brauche ich einen Eiswerfer. Kann man hier ins Wasser? Wenn er das nicht gehört hat... Oh, oh. Ich kann mein Shirt hier nicht benutzen. Oh, oh. Wow! Oh! Du bist blöd! Und da es Wasser ist, kannst du überall durch. Okay, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen ruhig sein. Wir müssen das mit Geschick machen, mit Skill. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass im Wasser nichts ist. Okay, hier ins Dunkle. Perfekt. Hier macht man einen Safe Point. Awesome. Hi. Okay, der hat mich gesehen. Der bewegt sich wie ein Frosch vorwärts. Achso, die bewegen sich nur auf dem Wasser. Oh, hier, yeah. Hier wäre eine Stelle, wo ich sie backsteppen könnte. Wenn das überhaupt funktioniert. So, mein Kleiner, jetzt wirst du vernichtet. Ich krieg den nicht. Ah. Ich glaube, das weiß Wasser ist, kann ich es nicht verletzen. Ah, okay, also die Wasserelementare kann man nicht mit einem Schwert bekämpfen. Was ja logisch ist, ist es Wasser. Okay. Ich muss warten, bis der da hinten weg ist. Der läuft so lang. Okay, da hätte er mich gesehen. Das ist aber ein blödes Timing. Ach, da ist der andere. Hä? Die machen, was sie wollen. Hier dürfte man mich ja nicht sehen. So, der sieht mich ja auch nicht, oder? Was nochmal suchen wir hier? Die Träne der Gezeiten. Wenn die beiden weg sind, dann gehe ich rüber. Oh Gott. Wo muss ich überhaupt lang? Das ist sie. Das ist die Träne. Oh. 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 Ach du. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh fuck. Oh fuck. Alter, diese Physik. Das ist kein Thief-Spiel mehr. Steigendes Wasser. Wann hat man denn sowas erlebt? Ich muss nur aufpassen, dass mich die Brocken nicht erwischen. Gibt's da überhaupt einen Ausgang? Muss doch irgendwo ein Schalter sein.
Da ist der Ausgang. Das heißt, ich muss höher. Das ist so cool gemacht. Das Rumoren hört sich nicht gut an. Und komm schon. Oh Gott, der ganze Gang. Ich kann nicht hochklettern. Oh, jetzt. Jetzt raus hier. Oh Gott, ich mache hier mal einen extra Safe. Feuer, wegen Feuerpfeile. Wasserpfeile brauche ich hier jetzt nicht mehr zu claimen. Gut, wir haben da oben noch eine Lücke, wo es direkt rausgeht. Und hier ist noch ein. Wie kann das eigentlich gehen? Kann das überhaupt passieren, dass man das Wasser so weit hochsteigen kann? Hätte er durch die Kurve nicht eigentlich. Man muss woanders. Achso, ja, stimmt. Wenn der Wasser. Der Tempel weiter im Wasser hängt, dann kann das schon durchaus sein. Versuchen Sie erstmal hier lang zu kommen. Was auch immer das hier für ein Bereich ist. Hey, ich kann unter Wasser laufen. Was? Wo ist meine Breath? Ach, hier. Ach, hier sind wir, oder was? Hier sind wir. Hier kann ich nochmal atmen. Das Wasser steigt nicht mehr. Get out alive, ja. Die ganzen Dinger sind. Ah, die sind jetzt Loot. Und die Feuerelementare können nicht mehr existieren. Weil sie ja nicht in dem Wasser leben können. Aber dafür können die Wasserelementare jetzt existieren. Wasserelementare. Ich habe noch nie Wasserelementare gesehen. Das Ding ist auch komplett unter Wasser gesetzt. 1200 Loot haben wir bisher. Aber mir scheint es, als würde das sowieso nicht alles sein. So, wir müssen wahrscheinlich wieder. Das ist so cool. Selbst die ganzen Abschnitte sind einfach noch. Sie existieren. Warte mal. Wir können doch jetzt den Weg hier gehen. Wollte schon sagen. Kann sein, dass ich noch mich im Wasser befinde, wo es. Ach hier, guck mal, hier ist auch noch. Stimmt ja, hier ist ja auch noch was gewesen. So, wir können jetzt hier lang gehen. Warte mal. Hier, den haben wir schon, genau. 1300 Loot. So. Seltsam. Hä, ich bin nicht richtig und. Ich bin nicht richtig, hä? Okay, hier ist ein kleiner Bug. Normalerweise dürfte das Wasser nicht über mir sein, der Wasserspiegel. Der Ausgang müsste eigentlich hier sein. Wo wir hergekommen sind. Ich will mich noch ein bisschen umsehen. Das hätte ich aber auch eigentlich vorher machen können. Dass man unter Wasser laufen kann, ist seltsam. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es kein richtiges Wasser ist. Dass der, wo der das programmiert hat. Doch, jetzt hänge ich richtig über dem Wasser. Na, komm. Sehr gut. Jetzt ist ja alles unter Wasser gesetzt. Die Falle. Die Falle, existiert die noch? Die Falle ist aus? Ich habe Angst, dass hier noch was passiert. So. Und hier sind wir am Anfang. Ich wüsste gerne, wie das hier aussieht am Anfang. Wir haben es geschafft? Wir haben die Mission geschafft. Oh, ich bin so glücklich. Oh, ich bin so glücklich. The Temple of Tides. Und es gab noch 200 Loot irgendwo.
Meuchelmorde 2, Tote 3. Naja, wir haben drei Elementare erledigt. Ja, wir haben drei Feuerelementare erledigt. Das werde ich, glaube ich, auch so in die Mission reinschreiben. Ich muss sagen, vom Gameplay, jetzt gehen wir mal zum Gameplay, ist diese Mission, außer diesen einen Bug, den ich hatte, ist die verdammt gut gemacht. Also volle Punktzahl. Ich brauche dazu eigentlich nicht kaum was sagen, weil ihr habt es ja selbst gesehen. Es gibt einfach alles so richtig. Das hat sich gar nicht mehr nach Thief angefühlt. Das war wirklich mehr so eine Indiana Jones Sache. Und dann diese Flucht aus dem Tempel mit dem Wasser und das Wasserpegel, der steigt. Es wurde sich sehr viel Mühe gegeben, das Ganze detailliert sogar einzuzeichnen, dass alles so seinen Sinn hat. Auch die Spiegelungen, um den Spieler zu verwirren. Gut, wenn man es einmal durchgespielt hat, ist es nicht mehr so besonders. Ich habe es ja beim zweiten und dritten Mal gemerkt, wo ich halt beim dritten Mal jetzt angefangen habe, jetzt zu spielen, war der Anfang für mich nicht mehr so atemberaubend. Aber es ist cool, dass es so wirklich diese Ansätze gab, wie man es lösen konnte. Bloß bei den, und das die Schwierigkeitsgrade, also ich habe auch auf anderen Schwierigkeitsgraden probiert. Auf normal musst du nicht alle Rätsel lösen. Du hast dann die meisten Teile schon im Inventar oder bekommst die quasi schon vorgelegt. Auf hart dann ein paar Rätsel mehr und auf Experte musst du alle Rätsel lösen. Wir haben alle Rätsel gelöst. Und die Rätsel waren echt gut durchdacht. Also, ich brauchte eigentlich nur bei der einen Hilfe, bei den einen Rätseln Hilfe und das war, ja, das war das Problem mit der Säule, mit dem komischen Ding, was wir verschieben mussten. Aber letztendlich war es ja ein Bug, bei mir hat es ja nicht funktioniert. Storymäßig gab es nicht viel. Es gab jetzt nur die Story, dass wir da rein müssen, um ein. Also es wurde eine lange Geschichte darum geschrieben. Also ihr könnt ja in der Beschreibung mal lesen, wie die Story so her ist, dass wir quasi von einem Auftraggeber dahin beordert werden. Leider erfährt man nichts von dem Auftraggeber. Man erfährt nur von dem Forscher, der es vor uns versucht hat hier. Der ist letztendlich verunglückt und gestorben. Man hat ja seine Leiche gesehen und einen Tagebucheintrag. Und wir sollen die Träne des der Gezeiten besorgen. Das ist alles. Mehr gab es leider nicht. Über die Maya hat man gar nichts erfahren. Wir wissen nur, dass es eine Maya-Pyramide ist. Der Hauptmerk ist einfach die Passelei gewesen. Deswegen gibt es hier keine so große Punktzahl bei der Story. Atmosphärisch hingegen war das einfach atemberaubend. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine Maya-Pyramide, wo wir drinnen sind mit Fallen und allem. Echt super detailliert das Ganze. Auch das mit dem Wasser und wie das halt dargestellt wurde. Das Element sollte ja Wasser sein in dieser Mission. Und es hat super funktioniert. Es hat sich sehr schön angefühlt. Auch so, gut, wir hatten jetzt die ganze Zeit nur das Maya-Gedudel. Aber am Ende war es weg. Am Ende war es einfach weg, wo wir raus mussten. Da war es einfach weg, komplett weg. Da war die Atmosphäre zerstört, weil dann hieß es nur noch raus mit dir, raus. Und mir gefiel das Design der Feuerelementare und der, auch wenn das nur ein Sprite war, weil wenn man genauer mal hinguckt, das war immer nur ein Sprite. Und die Wasserelementare, noch nie zuvor in einer Mission gesehen, auch cool designt. So froschartige Wasserwesen, die hin und her sprudeln. Das ist, muss man schon mal drauf kommen, auf sowas. Deswegen auch eine ziemlich gute Punktzahl bei der Atmosphäre. Ja, und insgesamt wirklich eine Top-Mission. Kann ich nur empfehlen. Jetzt, wo ihr die Rätsel natürlich kennt, ist es nicht mehr so besonders. Aber es macht schon Spaß zu spielen, auch jetzt beim mehrmaligen. Und ja, das war The Temple of Tides. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Fanmission. Macht's gut. Tschüss.